Ein Hallo und willkommen zurück zu Remember Me. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das machen. Da haben wir gegen so einen ziemlich fetten Roboter gekämpft und sind in die Bastille eingedrungen, dort, wo wir ja auch unser Gedächtnis gelöscht bekommen haben. Und wir machen jetzt weiter und können nur noch normal gehen. Warum auch immer. Sergeant Vaughn, so sehr ich Ihre Leistung zu schätzen weiß, ein Mindeststandard ist bei den Probanden, die Sie anbringen, dennoch erforderlich. Ach, das ist ja der Arzt. Den kennen wir ja. Keine Halbtoten. Ja, ja, schon gut. Füll das blöde Formular aus. Hinweis. Madame und Dr. Craig werden zum gerade rechtzeitig. Ich werde Madame von Ihrem Niveauverlust berichten. Mal sehen, wie sie das findet. Oh Mann, wirklich? Das wäre einfach toll. Arsch. Schick. Okay, gut. Ich kenne ihn. Sergeant Vaughn. Ein schlechter Mensch. Der Schlimmste. Er kennt das Sicherheitssystem genau. Seine Bugs, versteckte Funktionen. Folge ihm und klau seine Geheimnisse. Sonst kommst du nicht an Madame ran. Alles klar. Hallo, ihr Schönen. Zeit für eine Leibesvisitation. Yeah. Ja, das ist, also was, der Typ, der bin ich nicht, aber was der sagt, das könnte so glatt ich sein. Oh Mann, Gott. Raum, sie wollen zur Erinnerung, Umkleideraum. Ah ja. Hä? Was? Hallo! Ihr habt mich ja direkt gesehen, na? Schlagen, treten, schlagen, treten! Schade, ich wollte die eigentlich beobachten ein bisschen. So, gut, dann kommt mal her. Schießen wir den erstmal ein wenig ab. Und dann aktivieren wir mal unsere Sensenraserei. Um die mal so richtig zu vermöbeln. So. Meine Güte, viel drauf haben tun die aber nicht. So. Treten, schlagen. Was? Überlasten. Ah ja. Mit denen kann man das ja machen. So. Gott, ich muss mir gleich erstmal die Kombos anschauen. Ich habe die gerade nicht mehr so ganz drauf. So, das war's mit dir. Noch mehr von euch. Hallo, kommt her. Wo sind denn jetzt eigentlich die ganzen Frauen? Wenn ich mal fragen darf. Ich meine, ich bin selbst gerade eine Frau, aber trotzdem. So, und ich muss mir gerade nochmal die Kombos anschauen. Combo-Lab, so, schauen wir nochmal kurz. Also, treten, schlagen, treten, schlagen. Und das andere ist schlagen, treten, treten, schlagen, treten, treten. Okay, machen wir mal das andere. Schlagen, schlagen, treten, treten, schlagen. Ja, geil, wir werden eben unterbrochen. Hört ihr wohl auf damit? Gut, Sensenraserei, ole. Ne, ihr geht mir echt auf die Nerven. So, dann überlasten wir dich erstmal. Dankeschön. Schlagen, treten, treten, schlagen, treten, treten. Bam. Ja, das kann man anscheinend auch, wenn man ausweicht und danach das dann noch fortführt. Dann klappt das ja. Genau, dann macht man... Ah, nee. So. Jetzt nur noch du, Kollege. Das war's auch mit dir. So, und bevor jetzt vielleicht eine Skriptsequenz kommt, schauen wir erstmal, was wir noch freischalten können. Gut, wir können jetzt hier noch den Tritt freischalten. Das möchte ich auch mal machen für die Fünffach-Kombo noch. So, und dann rüsten wir das, würde ich mal sagen. Das ist alles okay, wie es ist. Nur dann rüste ich mal hier den Tritt jetzt aus. So, dann haben wir das nämlich vervollständigt. Dann ist das nämlich Tritt, Schlag, Tritt, Schlag, Tritt. So, gut so. Für alles, was du mir angetan hast. Und das. Das ist für alles, woran ich mich nicht mal erinnern kann. Gut gesagt. Sehr gut, Schwester. Du hast die Schlüssel zum Königreich. Die Bastille gehört dir. Gut, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Ed vertrauen kann, weil ganz ehrlich, sonst kann ja viel Leute können es ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. So, naja, aber okay, trotzdem. Toll, Leibesvisitation. Hier ist keine einzige Frau. Aber naja, okay, was soll's. Und eine Reminiszenz. Reminiszene. Ja, der Typ wieder.
So, geschafft. Das Verwaltungsbüro. Ab geht's da rein. So. Hier haben wir, können wir unser Leben wieder aufladen. Oh ja, das brauchen wir auch, sehe ich gerade. Boah, ein Glück. Ich hoffe, wir finden jetzt auch nochmal irgendwo ein Sad Patch, weil dann habe ich da, kriege ich wieder einen Balken dazu. Das wäre echt nicht schlecht. Hier Offizier 1242. Konfrontiere Flüchtling. Süß. Der Junkbolt durchbricht den Schild der schweren Enforcer. Drücken Sie Shift links zum Anwesen und rechts zum Feuern. Ah, okay, das haben wir. Ah ja, klar. So. Hi, Kollege. Na? Gebe ich das mal schön eins auf die Kauleiste. Batz, batz, batz. Oder schlagen, treten, treten, schlagen, treten, treten. Meine Güte, kannst du aber was machen? Der hat ja gar nichts gemacht, der Typ. Streng dich das nächste Mal mehr an, Kleiner. Meine Güte, das war ja schon glatt zu einfach. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da ist eine Türe. Beschränkter Zugang. Was steht da? Kleiderkammer für Enforcer. Und was ist hier? Trainingsraum für Enforcer. Dann gehen wir in beide Teile mal rein. Wo geht's da hin? Trainingsraum für Enforcer auch. Meine Güte. Und wo geht's hier? Dann geht's wahrscheinlich zu dem... Ja, zu der Kleiderkammer. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir in der Kleiderkammer irgendwas Tolles. Ja, da liegt was. Eine Minisist. Oder wie man das ausspricht. So, schauen wir direkt mal rein. Gut. Gegnerinformation. Ah ja, da haben wir auch wieder ein paar neue Sachen. Genau. Der jetzt, dieser Roboter. Dann haben wir hier einmal die Gefängnis-Enforcer und die schweren Gefängnis-Enforcer. Gut, könnte ich auch wieder durchlesen, wenn ihr möchtet. Und dann haben wir eine neue Erinnerung. Nur wo, frage ich mich jetzt gerade. Die Festung Bastille. Genau, da ist es. So. Könnt ihr euch ja auch durchlesen, wenn ihr möchtet. Ich scroll jetzt wieder runter. So, bis dahin. Könnt ihr es euch durchlesen, wenn ihr möchtet. Steht euch ganz frei. So, der Trainingsraum. Dann geht's da hinten, glaube ich, weiter. Dann trainieren ja auch ein paar. Hi, na? So, damit ist dein Schild erstmal weg. So. Und ich würde sagen, ich habe mal Lust, euch wieder mit der Raserei zu verprügeln. Dann kommt mal her. Das ist schon geil. Oh, du blockst selbst das von mir. Schlag, tritt. Das muss ich noch lernen, dass wenn ich ausweiche, dass ich trotzdem meine Combo dann noch fortsetze. Das kann man nämlich. Okay, habe ich eigentlich gerade auch schon gemacht, glaube ich. Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt einmal schlage, schlage, ausweiche, dann, ach, dann kann ich bei dem den dritten Schlag machen. Okay. So. Eins muss man aber sagen, die halten viel aus. Gut, dann mache ich mal lieber Schlag, Tritt. Okay, überlassen einfach. Ich muss vielleicht eine Combo machen, wo ich mehr Schaden mache. Den auch überlasten. Bam, Junge. So, ich glaube, ich schau mal. Wow. Wollen die mich verkohlen? Okay, gut. Combo lädt mal schnell. Ob ich nicht das hier irgendwie anders machen kann, dass ich das mehr in Schlag setze. Aber da haben wir noch nicht genügend freigeschaltet. Weil mit der machen wir auf jeden Fall zu wenig Schaden eigentlich. Theoretisch, ich könnte das, die Heilung, könnte ich theoretisch noch durch den Schlag ersetzen. Dann hätte ich hier noch ein bisschen mehr... Ne, dann hätte ich da nur Heilung drin. Ja doch, ich könnte doch den... Ne, es geht nicht. Dann habe ich da Heilung drin, aber keine Kraft mehr. Na egal, ich muss gucken, dass ich ein bisschen mehr auf Kraft gehe. Okay, Logikbombe. Explosiver Sensenvirus, der Enforcer-Schilde zerstört und alle Ziele in Reichweite schweren Schadensfügung. Okay, wollte nämlich schon sagen, das sind ein paar viele. Logikbombe, okay. Linke Maustaste, um zu wählen, dann kannst du mit Ziel wechseln. Mit Schild können nicht anvisiert werden. Und jetzt drücken Sie WASD, um aus dem Schadensbereich zu entkommen. Okay, gut. Überlasten will ich mal. Hey, wieso kann ich den Wichser nicht überlasten? War wahrscheinlich zu spät. So. Autsch, das tat weh.
So. Oh, ich verkack die Kombos echt immer so oft. So, gut. Dann mache ich das einfach anders. Ich mache einfach die Sensenraserei. So. Dann kommt mal her. Bam, Junge. Jetzt geht's eins auf die Kauleiste. Den erstmal, der war ja eh fast kaputt. So, Tritt, Schlag, Tritt, Schlag, Tritt. Und jetzt schlagen, schlagen, schlagen. Und mal schlagen, treten. Oh Gott. Schlagen, treten, treten, schlagen, treten, treten, Junge. In your face, bitch. Ich muss mich einfach nur auf die Kombos konzentrieren. Dann läuft das. Autsch, das hat weh. Gut, dann nochmal Sensenraserei. Damit waren sie dann alle weg jetzt. So. Nun gut. Wenn ich mein Gedächtnis wiederkriege, dann bitte ohne Warn. An dieses Arschloch will ich mich nicht erinnern. Die Vergangenheit kann dir nichts mehr. Lebe im Hier und Jetzt. Boah, wäre das so einfach wäre, ne? So. Hey, was laufen die weg? Bleibt stehen. Die fressen doch sicherlich wieder was aus, dass die weglaufen. Kann ich mich anders erklären. Gut, ich muss auch gerade mal überlegen, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Tja, wann habe ich das beendet? 15 Minuten nehmen wir auf. Okay, 5 Minuten habe ich noch. Ah, oh, wir können wieder was synchronisieren. So, geschafft. So, Sektor 3. Hallo. So, schauen wir doch mal. Da geht's lang. Huh. Ganz schön großer Raum. Hm. Ist das etwa die Leiterin? Oh, ganz arrogant mit einem Stock. Madame, Eindringling in der Wachenumkleide. Genauer, bitte. Sergeant Warren wurde angegriffen. Totale Gedächtnislöcher. Fast den Eindringling. Doppelpatrouillen. Ich aktiviere den Brain Drainer. Die Einzige, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich. Na ganz toll. Eine Riesendrohne also. Habe ich auch schon mal in der Testversion gesehen. Ja. Der löscht wahrscheinlich direkt das ganze Gedächtnis. So, okay. Wenn ich still bleibe, bleib aus dem Licht, Nellin. Oh, das weiß ich. Ich bleib schon aus dem Licht. Das muss man mir nicht zweimal sagen. So, weiter geht's zum nächsten. Und da zieht das Licht an mir vorbei. So, weiter geht's zum nächsten Punkt. So. Ich weiß aber gar nicht, wo ich genau hin muss. Wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, wir laufen jetzt hier nicht die ganze Zeit im Kreis. So. Ja, ich glaube, bis nach da vorne muss ich. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Okay. Da ist ja so ein offener Raum. Wird er denn gescannt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich gehe da mal rein. Einfach Knopf drücken und schwupps, die Zelle auf dem Weg zur Wartung und währenddessen 40 Mal ununterbrochen zwinkern. So. Knopf drücken. Ha, geil. Tja, da konnte der uns wohl nichts. Arrestzelle betätigt. Bitte zur Wartung senden. Arrestzelle betätigt. Bitte zur Wartung senden. Hm, okay. Terminhinweis. Madame und Dr. Quaid werden zum Verhörgebäude gebeten. Da, die Verhörzellen sind ganz nah. Beeil dich.
Ja, genau. Wir beeilen uns. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao, Leute.